Wohin geht der Osterhase? Buntstände, Mistelzweige, unter denen man sich küssen muss, Vanillekipferl bis zum Erbrechen, freikäufliche, abgeholzte Wälder und ein Kleinkind, das sich mit einem bladen Nordländer im Coca-Cola-Kostüm um ein Urheberrecht streitet. All das ist Weihnachten. Dazwischen Nikolaus, der eigentlich auf Frauen, die Farbe Rot und schicke Stiefeln steht und sich in kolonialistischer Manier Knecht Ruprecht untertan gemacht hat. Und? Denkt hier keiner an den Osterhasen? Wir schon. Wild Herb deckt auf, wohin der Osterhase geht, wenn alle anderen im Weihnachtsrausch sind. Zuerst muss einmal festgehalten werden, dass für den Osterhasen Weihnachten die schlimmste Zeit im Jahr ist. Abgesehen davon, dass ihm Christkind und Weihnachtsmann die Show stellen, ist keiner da, der ihn lieb hat. Wir haben ihn aber gesucht. Und wer sucht, findet bekanntlich. Der Osterhase wohnt in Simmering, in der Flugschneise neben der Müllhalde am Rautenweg. Das Leben hier ist eigentlich das ganze Jahr schön. Nur zu Weihnachten habe ich einen Hamur wie eine Kreuzspinne, wenn ausgemalt wird, erzählt uns der Osterhase. Nicht, dass er neidig wäre. Die Kinder sollen schon eine Freude haben und beschenkt werden. Vor Jahren hat der Osterhase dem Weihnachtsmann und dem Christkind eine Kooperation angeboten. Während aber Santa aufgrund seiner wirtschaftlichen Potenz, welche freilich auf der Ausbeutung von prekarisierten Elchen fußt, im Wettbewerbsvorteil ist, besteht das Christkind in allumfassender Manier auf einen spirituellen Hoheitsanspruch. Da bleibt kein Platz für mich, ächzt der Osterhase. Wohin aber geht der Osterhase, wenn er so traurig gestimmt und allein ist? Zu den Pinzgauer Bergziegen natürlich, die hier auch wohnen, antwortet er verlegen. Das sind meine Nachbarn, aber Ziegen zicken halt gerne und wollen lieber unter sich sein. Mehr als ein Mäh geht sich nicht aus, wenn der Osterhase die Winterstallung betritt. Ein Mu schaffen sie schon nicht mehr zur Begrüßung, echauffiert er sich. Er schaut ihnen beim Fressen zu und denkt wehmütig an die Zeit, wenn wieder die Kinderaugen leuchten, weil er sie beschenkt. Und nur ganz im Geheimen singt er manchmal eine abgewandelte Version des von Erich Kästner verfassten Textes zum Lied »Morgenkinder wird's was geben«. Morgenhäschen wird's nichts geben, nur wer hat, kriegt noch geschenkt. Mutter schenkte mir das Leben, das genügt, wenn man's bedenkt. Einmal kommt auch meine Zeit, morgen ist's noch nicht so weit.